Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. So, wir haben, glaube ich, wieder so einen Schattenkristallteil weitergefunden. Deswegen zeige ich euch mal kurz, wie es jetzt aussieht nach 3 von 4 Teilen. Das ist doch wunderschön. Und damit gehen wir dann mal ins Spiel rein. Und sind bereit, weiterzumachen. So. Oh, wir sind gerade in Kakariko. Das trifft sich ja. Das trifft sich gut. Denn ich wollte tatsächlich nach Kakariko. Ich wollte nämlich jetzt eben jene Quest machen, mit der man dem Goron das, also ne, so langsam die Goron in Hyrule Stadt wiederbeleben muss. Und das machen wir jetzt. Moin, du. Du hast etwas für die Sammlung gegeben, oder? Ich merke, solche Dinge musst du wissen. Aber mein Junge kommt gar nicht aus Hyrule-Stadt zurück, obwohl doch die Brücke jetzt repariert ist. Also dieser Junge, der steckt jetzt bestimmt am östlichen Tor in irgendwelchen Schwierigkeiten. Wenn doch nur einer den Jungen mit Quellwasser übergießen würde, damit er wieder zu Kräften kommt. Was meinst du, machst du das? Na klar. Wirklich? Oh, wow, ich zähle auf dich. Quellwasser kühlt schnell ab und wird dann zu normalem Wasser. Deswegen solltest du dich beeilen. So. Wie läuft das jetzt? Moment, wo bin ich? Karte? Hä? Also, ich musste einfach nach links. I see how it is. Halt, da ist die Brücke. Hilfe. Wie lange das wohl dauert mit dem Quellwasser? Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Wahrscheinlich werde ich jetzt von irgendwelchen Viechern angegriffen. Ich fürchte nur, das kann zerbrechen. Oh nö. Scheiße. Oh nein. Ein einziger Treffer und das Ding zerbricht. Och nö. Oh, ist das scheiße. Bäh. Gott, wird das nervig. Oh Gott, ich hoffe, ich krieg das schnell rum. Das nervt mich jetzt schon wieder. Wahrscheinlich muss man den scheiß Dialog jedes Mal wieder neu machen. I don't care. Menschen, bitte. Oh mein Gott, ist das nervig. Muss ich mir jetzt dein Gemecker anhören, weil ich es zerbrechen habe lassen? Ah, du bist es? Es hat nicht geklappt, oder? Ich sehe es doch genau. Naja, du kriegst es schon. Na klar. Oh mein Gott, warum baut man so wieder so ein Minispiel ein? Okay. Nächster Versuch. Ich laufe ganz am Rand entlang, in der Hoffnung, dass ich dann von diesen Viechern nicht gestört werde. Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Oh nein, dann ist da so ein Vogel. Nein, warum? Oh Mann, was ist das für ein Abfall? Oh, meine Fresse. Hätte ich gewusst, dass das so ein Müll schon wieder ist. Warum bauen die immer so einen Scheiß in die Spiele ein? Wie macht sowas Spaß? Oh Gott. 2-mal und absolut keinen Bock mehr. Es ist der Hammer. Super. Na, ein Glück, dass das Spiel auch automatisch abbricht. Ne? Das ist immer ganz wichtig, dass Spiele automatisch abbrechen und leicht neu gestartet werden können, ohne dass man 5 Minuten braucht, um wieder zu diesem scheiß Idioten zurückzukommen. Oh mein Gott, was ein Abfall. Also tut mir leid. Was soll der Scheiß? Ja, halt die Klappe. Interessiert mich nicht. Du bist irrelevant. Kann ich das Scheiß fast ablegen?
Warum macht man sowas? Okay, kann ich dich ablegen? Ich kann dich ablegen. Nein! Oh mein fucking Gott, komm her! Geh sterben, geh einfach fucking sterben! Wetten, dass es jetzt zeitlich nicht... Hallo, hochheben, du Idiot! Ja, hier hast du gut gemacht, du hast noch 5 Jahre gebraucht, um mein scheiß Fass hochzuheben, du Idiot! Du bist so gut! Nein, lass mich in Ruhe, lass mich einfach fucking in Ruhe. Keine Chance. Fickt euch, fickt euch, fickt euch! Oh mein Gott, ist das ein Scheißdreck! Du sollst verrecken, du Kackviech! Geh sterben, geh einfach fucking sterben! Geh kaputt, du blödes Kackviech! Oh mein Gott! Was ein Abfall! Ein Glück, dass man solche Minispiele einbaut! So viel Spaß! Hahaha! Schön! Och, warum? Sowas ist super nervig. Von mir aus macht irgendwas, wo ich mich hinstellen kann und... Danke, dass das Minispiel automatisch neu startet, wenn es verkackt wird. Danke. Es würde mich wirklich nerven, wenn ich jedes Mal diese fucking 20.000 Kilometer zurücklaufen müsste. Es würde mich super nerven. Och, warum macht man sowas? Warum macht man sowas? Warum macht man sowas? Aber gut, ich habe mich nicht an meine Taktik gehalten, es lag an mir. Nächstes Mal mache ich so, wie es will. Wie wäre es, wenn du deine Fresse hältst? Nichts, was du sagst, ist relevant. Und ich will es auch nicht 50 Mal lesen müssen. Mein Gott, ist das ein Scheißdreck, ey. Wieso hat dieses Spiel so unfassbar viele nervige Kackdinger? Gibt's irgendein Item, mit dem ich Gegner abwehren kann oder so? Nein, lass mich in Ruhe. Ja, genau, verpiss dich. Gut. Oh nein, ein Vogel hat mich gesehen. Kill ihn! Hallo! Du sollst ihn treffen, du Idiot! Oh mein Gott. Hochheben! Hast du geschafft! So stolz bin ich auf dich, du kleiner Spaß! Gut. Kommt her. Ist egal. Weg! Weg! Hallo! Hallo! Hochheben! Oh mein Gott! Ja, super. Jetzt ist es kein Wasser mehr. Oder jetzt ist es kein... Oh, fucking God, for real. Ja, keine Chance. Keine fucking Chance. Warum? Warum? Was ist das? Alter, warum baut man sowas ein? Warum baut man sowas ein? Kann man es nicht einfach gut sein lassen? Oh mein Gott, ist das ein Scheißdreck. Also tut mir leid. Es ist jedes einzelne Minispiel in diesem Spiel. Gib dir einfach die Vibes, dass du keinen Bock hast. Jedes einzelne. Gott, okay. Dann halt eine weitere Mecha-Folge mit einem absolut beschissenen Scheiß-Minispiel. Die Goroden sind ja gut da, den absoluten Scheißdreck sich auszudenken. Ihr fucking Loser, ey. Oh mein Gott, ey. Super, ey. Und diese Spawns sind auch garantiert gescriptet. Die sind absolut gescriptet. Da brauche ich überhaupt... Ja, du bist ja mal wieder so gut, die Leute ansprechen und Fässer aufheben. Du bist der Beste darin. Ich frage mich, was der A-Knopf mal bedeutet, wenn man in der Nähe von irgendjemand steht. Ach so, man redet dann mit dem... Ja, da hast du ja richtig was gelernt heute, Link. So gut bist du, Link. Der A-Knopf, du hast ihn verwendet und es ging ja nicht schief und du hast mal nicht deine dumme Fresse angehauen. Herzlichen Glückwunsch. Warum... Okay, also das mit dem Gegnerbekämpfen hat nicht geklappt, weil da gescriptet so viele Gegner spawnen, dass man es einfach nicht schaffen kann.
Na gut. Nächster Versuch. Ganz am Rand, um scheinbar diese diese Hitbox nicht zu triggern. Du kannst mich am Arsch lecken. Alles, was du sagst, ist mir egal. Lass mich in Ruhe. Okay, ich bin aus der Reichweite raus. Ich werde auch nicht für dieses Viech anhalten. Nein, ich halte nicht für dich an. Ja, versuch's doch. Nein! Doch, gut. Okay. Also halten wir fest, die Bogenschützen sind egal. Heb es hoch! Wow. Okay. Es ist also definitiv der Rand. Es ist definitiv der Rand. Die Taktik ist, am Rand zu bleiben, dann wird man von diesen Kackviechern nicht attackiert. Und dann muss man nur noch irgendwie es schaffen, zur Brücke zu kommen. Okay. Dann habe ich ja schon mal eine Taktik. Jetzt muss ich es wahrscheinlich nur noch in der Zeit schaffen. Okay. 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 Gut. Bitte sag mir, es geht. Hast du da etwa Quellwasser aus Kakariko? Wenn du mich damit übergießt, komme ich vielleicht wieder zu Kräften. Ja, wie geht das? Oh nein, ich muss ihn... Heb es hoch. Heb es hoch. Heb es fucking hoch. Bitte sag, es war noch gut. Danke. Jetzt geht es mir wieder gut. Der Duft, die angenehme Wärme, das Gefühl auf der Haut, das muss aus meiner Heimat sein. Ich werde mein Geschäft sofort wieder eröffnen. Oh mein Gott. Okay. I guess er holt neues Quellwasser. Kommt er jetzt wieder zurück oder was? Ja, wenn man Gorone ist, geht das einfacher, ne? Da kann einem die Viecher nicht viel anhaben. Ach, man kriegt sogar ein Herzteil, na okay. Ach, Gott. Woher ist dein Herzteil? Jetzt hast du insgesamt 5. Na okay, dann hat es sich ja zumindest gelohnt. Ja, wenn man weiß, dass man einfach am Rand entlang laufen muss, weil er diese hässlichen Scheißviecher nicht spawnen, okay, dann ist das Minispiel nicht so schlimm. Ich frage mich echt, ob es Leute gibt, die da mitten durchlaufen, weil das ist ja absolut unschaffbar. So leid es mir tut, das ist ja absolut unschaffbar. Ach du Jemine. Na gut, gucken wir mal, ob der uns jetzt Quellwasser verkauft. Oh, das ist so ein... Egal. Gut. Jawohl, da haben wir heute richtig was erreicht. Ach du Jemine. Also okay. Ich gehe davon aus, dass man irgendwann rausfinden muss, dass es halt anders nicht geht. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Ich muss zum Menschen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert, wenn man da wirklich mitten durchläuft, weil die Spawnrate war ja absolut übertrieben. Und man hat auch ziemlich gemerkt, dass das absichtlich schwieriger gemacht wird, dass man da eben nicht durchkommt. Also ich meine, ich sag's mal so, wer es schafft, an 3 vorbeizukommen, ja okay, höchsten Respekt. Davon abgesehen, eher nicht. Ach du Jemine, aber okay. Hey, ich habe noch ein bisschen Part übrig, ist doch nicht verkehrt. Und ein Herzteil haben wir auch gekriegt. Dann hat es sich zumindest gelohnt. Okay, so. Wo hat er seinen Laden hier, ne? Nein? Hat er doch seinen Laden hier, oder? Ach, da unten hat er ihn, genau. Was sagst du mir? Mein Papa geht es wieder gut. Endlich ist unser Laden geöffnet. Okay. Oho, du bist doch der Junge von neulich, oder? Dank deiner Hilfe können wir endlich wieder unseren Geschäften nachgehen. Für dich gibt es... ein Sonderrabatt auf unser Quellwasser. Das sind 20 Rubine, okay. Na klar. Na du hast gar keine Flasche. Tja, liebe Fee. Na, die hier ist schon alt. Nehmen wir die Fee.
Vielen Dank, liebe Fee. Ja, 20? Ja. Vielen Dank, hier hast du schönes heißes Wasser. Okay. Okay, trinke es, solange es warm ist, alle Herzen wieder aufzufüllen. Kühl es ab, ist es einfache Wasser. Ach so, man kann damit sogar sich komplett heilen. Krass. So. Ich hoffe, ich schaffe das halbwegs. Ich glaube, zum Wolf werden wird ist hier schneller, habe ich mal irgendwo gelesen, dass man besser ist, wenn man hier mit dem Wolf, als Wolf in der Gegend rumrennt. Und dann halt in der Nähe von dem Goron erst wieder zum Menschen wird. Der sieht uns ja nicht, ne? Bitte, Kamera! Du durftest nach Quellwasser. Wenn ich das trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen schon beseitigen. Würdest du es mir vielleicht geben? Na klar. Puh, dann haben wir die Quest auch geschafft. Sind alle Wege in dem Kaff wieder frei? Jawohl, das gibt Kraft. Also dann, ich werde mich gleich ans Werk machen. Komm später wieder. Das hast du dir verdient, du Idiot. So, okay. Utsch. Bam. Okay. Gut, dann ist zumindest diese Quest abgeschlossen. Das tut sehr gut. Plus wir haben eine Spontalheilung in Hyrule für... Wie viel? Für 20 Rubine? Ja, das ist doch nicht verkehrt, oder? Also eine Komplettheilung sogar. Nicht nur Spontanheilung. Komplettheilung, das ist gut. Gut. Ja, ich habe nämlich gelesen, dass angeblich ist hier... Moment. Ist die Kiste noch voll? Noch zu? Nee, scheiße. Verdammt. Dachte, ich könnte mir hier nochmal cheap ein bisschen Geld holen, weil wir müssen ja auch noch die Spendenmission weiter unterstützen. Aber okay. Ich glaube, wenn wir jetzt hier einmal durchgehen, wieder rumgehen, dann hat er den Weg schon freigeschaufelt. Von daher machen wir das jetzt gleich mal und gucken mal. Naja, uninteressant. Ganz ehrlich, also... Ich meine, wenn man weiß, dass man genug Zeit hat, dass man da einfach außen rumlaufen kann. Okay. Trotzdem irgendwie... Ich finde es schade, die meisten Minigames in Zelda haben halt diese nervige Aura irgendwie. Es ist immer so, du musst irgendwas tun und du weißt genau, dass du es nicht willst. Warte, du bist immer noch nicht fertig? Mit dir reden? Autsch. Scheinbar nicht. Nee, kann nicht mit dem reden. Schade. Okay, gut, dann warten wir uns, please. Einmal nach Kakariko. Füttern die vollen 59 Rubine, die wir aktuell haben. Einfach, dass ich jetzt, wenn ich Insekten abgebe, möglichst kein Geld verliere. Ja, ist es nicht wert. Wir gehen direkt in Hyrule-Stadt rein. Wir gehen direkt nach Hyrule-Stadt rein. Ja. Gut. Wir gehen direkt nach Hyrule-Stadt. Und holen uns ein bisschen Geld für unsere ganzen geilen Insekten. Und dann gucken wir mal, wie weit wir schon kommen mit der Mission. Ich weiß halt leider auch nicht. Ich glaube, man kriegt unterschiedliche Geldbeträge für unterschiedliche Insekten. Was natürlich für uns ein bisschen blöd ist, aber... Ja, mei. Okay. So, ich bin nur froh, dass es doch relativ fix ging. Dafür, dass das schon wieder alles scheiß war. Schno! Ey! Onoi! Wo bist du? Hallo, Stroni, ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender. Leonard, sagt dir was? Schon wieder dieser Bombenfuzzi. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Ich liebe es. Das ist zumindest lustig. Das heitert einem die Laune schon immer auf. Also. Prinzessin Agneta. Letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum. Ich war eingehüllt in lauter Schmetterlinge und mit ihnen bin ich zusammen geflogen. Ich sah auf Hyrule-Stadt hinab und konnte den Leuten winken. Einige winkten sogar zurück. Nach einer Weile brachten mich die Schmetterlinge wieder zurück auf die Erde und legten mich sanft auf mein Bett ab. Und dann sagten sie, bis demnächst. Ach, ich wünschte, ich könnte wirklich fliegen. Oh, wie süß. Matonia, entschuldige, dass wir uns gar nicht richtig um dich kümmern konnten, als du neulich zu Besuch warst.
Ach, das ist die Yeti-Frau. Ich wollte dir nur kurz schreiben, dass es mir wieder viel besser geht und ich mit meinem Mann wieder öfter rodeln gehe. Wenn du es auch mal probieren willst, komm einfach auf den Eisgipfel vorbei. Wir haben hier fantastische Pisten. Das wird auch noch ein nerviges Herzteil. Aber ich hoffe, das wird zumindest nicht ganz so scheiße. Hallo Stroni, ich weiß, du hast viel zu tun, aber komm bitte nach Kakariko und besuche mich im Heiligtum. Ich habe Informationen über Ilias Erinnerung, die ich dir unbedingt mitteilen muss. Aha. Ja, ich bin demnächst in Kakariko, sobald ich hier Geld gemacht habe. So einfach ist die Welt. Ich mache hier 600 Rubine und dann geht's ab nach Kakariko. Ne, Insektengeld gleich uminvestieren in Aktien. Halt, ich bin schon wieder zu weit. Das ist so gemein, man sieht das gar nicht, dass man hier lang muss. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Herzteil ist, irgendwann. Ich will es gar nicht wissen. Ich bin mir sicher, es ist ein Herzteil und ich will nicht wissen, was für eins. Weil das wird wieder garantiert, es wird auch wieder nervig. Zelda hat kaum coole Herzteile. Das meiste ist einfach Müll. Aber egal. Irgendwie so habe ich das Gefühl. Ich bin auch aktuell übrigens tatsächlich am Überlegen, ob ich mit Zelda einfach mal eine längere Pause mache. Wirklich motiviert fühle ich mich aktuell nicht. Hallo du. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Na klar kannst du. Gib mir Geld. Da. Ja. Nimm. Aber du, Ameisemann. Ja, bist du's wirklich? Oh, die Ameise. Der Ameise, meine ich. Entschuldigung. Sieht fast aus wie Mond. Da muss man aufpassen, dass niemand einen den Kuchen damit schmückt. Danke, danke, ich bin so glücklich. Ja, damit ist das Paar komplett. Schauen irgendwie glücklich die beiden aussehen. Ich muss dir danken. Hier, nimm das für deine Mühen. 100 Rubine. Wow. Noch 20. Mit deiner Hilfe werde ich sie sicher bald alle hier haben. Blabla. Okay, na klar. Wie viel kriege ich für einzelne? Ich weiß es nicht. Aber du, Gottesanbet, Mann, bist du wirklich ein Gottesanbet, Mann? Ah, der Gottesanbeterin. Tut immer so fromm, ist aber in Wirklichkeit bewaffnet bis an die Zähne. Danke, danke, ich bin so glücklich. Ich muss dir danken. Hier, nimm das für deine Mühen. Okay, man kriegt also 50 extra für vervollständigte Paare. I see. Nur noch 19 Insekten. Es muss von jedem Insekten ein Paar sein. Bitte such doch auch die Partner für die, die noch alleine sind. Oh mein Gott, und das geht jetzt so die ganze Zeit weiter. Acht. Das heißt, ich kriege insgesamt 200 für die und die. Dann machen wir noch das. Machen wir doch das erstmal. Dann können wir schon wieder 600 Rubine abgeben. Aber du, Marienkäfermann, bist du es wirklich? Ah, der Marienkäfer. Wenn ich nur ein wenig kleiner wäre, würde ich mit ihm irgendwo hinfliegen. Danke, danke, ich bin so glücklich. Ich muss dir danken. Okay, also einzelne 50? Ja, schon okay. Schon okay. So. Ich finde es lustig, wie die den Triforce hinten drauf haben und keine Punkte. Aber du, Marienkäferfrau, bist du es wirklich? Oh, die Marienkäferin. Ach, wenn ich doch nur ein wenig kleiner wäre, würde ich mit ihm... Okay, das habe ich ja schon gesagt. Bla, 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 bla. Paar ist komplett. Guck mal, wie glücklich die sind. Ja, ich muss dir danken. Hier, das für deine Mühen. Okay. Okay. Gut. Ach so, warte, wenn ich die jetzt... Moment. Ich habe 350. 400, 500, 550. Ja, dann gebe ich doch einfach noch die drei ab, oder? Ich gebe nur die drei ab und dann hat sich die Sache. Dann haben wir schon einen Haufen Insekten abgegeben, haben ein bisschen Cash dafür abgestoppt, dann ist ja schon mal alles gut. Okay. Passt. Aber du Schneckemann, bist du's wirklich? Oh. Der Schnecke. Nur ein einziges Mal würde ich mich auch gerne so schleimig... Okay. Ja, ich bin so glücklich. Hier, Geld. Ja, 16 Insekten. Du brauchst noch einen Partner dazu. Den kriegst du auch jetzt gleich. Ich
finde es lustig. Guck, da ist ein Triforce. Ich weiß nicht, ob man es dann im YouTube-Video sieht mit der Komprimierung und so, aber da ist ein Triforce auf dem Marienkäfer hinten drauf. Das finde ich voll cool. Schönes Detail. Okay. Vielleicht weiblich, vielleicht auch männlich. Richtig. Schnecken sind ja Zwitter bekanntlich. Die können ja beide schwanger werden und andere schwängern. Aber du Schneckefrau, bist du es wirklich? Oh, die Schnecke. Nur ein einziges Mal würde ich mich auch gerne so schleimig fühlen. Danke, danke, ich bin so glücklich. Ja, schau mal, wie süß die zusammen sind. Hier, nimm Geld. Vielen Dank. Fünf. Oh, bald werden sie alle hier sein. Bla, 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 bla. Ja, ja, ja. Alles gut, dann nimm doch noch. Eine Eintagsfliege, ja, die lebt nicht mehr so lange. Okay. Du Eintagsfliege, Mann, bist du es wirklich? Oh, der Eintagsfliege. Ich würde mir nie erlauben zu fragen, ob sie morgen wiederkommt, ob er morgen wiederkommen kann. Danke, danke, ich bin so glücklich, ich muss dir danken, hier, nimm Geld. Ja, 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 alles gut. Okay. Okay, dann haben wir ja hier schon mal viel mehr erreicht. Das ist doch schon mal gut. Ist hier eigentlich auch ein Insekt drin? Stell dir mal vor, hier wäre ein Insekt versteckt. Das wäre schon... Ne. Link, das ist nicht hilfreich. Also ich kann es offensichtlich nicht aufheben. Rennen die hier jetzt einfach rum oder was? Ne, es ist nur der eine, aber den kann ich nicht aufheben. Ja, okay. Okay. Wir laufen extra den Umweg, einfach damit wir... Was auch immer das ist, nicht zerquetschen. Das wollen wir ja nicht, gell? Ich weiß, du hast noch welche. Ja, ich habe noch welche, aber du hast... Ich habe leider keinen Platz mehr in meinem Geldbeutel. Hartes Leben. Hartes Leben, ich sag's euch. Jo, Digi, gib mir. Ist das klar? Ich warnte dich noch ein letztes Mal. Wenn du keine Insekten magst, solltest du dir nicht auf die Nerven gehen. Ja, vielleicht hältst du einfach deine Fresse, wenn du Insekten magst, ha? Wie wär's damit, du Penner, du? Bloß weil du hässlich bist. Meine Fresse, ey. Jetzt bin ich schon wieder aggressiv, Alter. Ach, du Jemine. Oh. Junger Freund, willkommen im Reich der Träume und Hoffnungen. Hier kannst du dich fühlen wie ein echter Star im Zirkus und gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Ja, du hast richtig gehört. Hier kannst du dich bei der Star-Challenge vergnügen. Die Regeln sind ganz einfach. Sammle alle Sterne schnellstens ein, bevor die Zeit abgelaufen ist. Schaffst du doch, oder? Hehehe, ist doch ein netter Name, oder? Also was ist? Sei kein Trauerkloß. 10 Rubine und du kannst dich der Herausforderung stellen. Bist du dabei? Wir machen es einmal. Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also, gib alles. Alles klar, dann los. Los, 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 los. Ja, wie viel? 30 Sekunden. Wie soll das gehen? Kann ich einfach hier den hier machen? Das wäre krass. Das geht das doch gar nicht, oder? Also die Idee ist also, dass ich tatsächlich... What the fuck? Bro. Oh nein, was haben wir eigentlich für ein Jammer? Und? Gar nicht so einfach, ein Star zu werden, oder? Was machst du denn für ein Gesicht, wenn du es nochmal probieren willst? 10 Rubine? Nö, halt dein Maul, du bist hässlich. Hihihi, 1000 Dank. Ja, okay. Ich denke mal, wir werden dieses Minispiel an wann anders versuchen. Und zwar genau nach dem nächsten Dungeon, weil wir da etwas kriegen, was das vielleicht ein bisschen einfacher macht. Ich frage mich, ob man.
Wahrscheinlich kann man einfach den Bumerang nehmen. Ich fände es lustig, wenn man den Bumerang nehmen könnte, die einfach alle holen könnte. So, weißt du, so 5 Sekunden und zack, alles geholt. Das wäre lustig. Okay, wir warten uns bitte mal nach Kakariko, geben die Scheiß noch ab und das ist dann eigentlich auch schon alles, was ich noch tun will in dieser Folge. Ne? Genau. Dann war die Folge ja doch ganz erfolgreich dafür, dass das Minispiel so ein Abfall war. Also, naja, okay, ich habe es ja rausgefunden. Aber es hat halt trotzdem keinen Spaß gemacht, weil es halt einfach ausprobieren ist. Dann muss man die ganze Zeit, muss man wie ein Irrer... Steht man dann da rum und, ne? Nein, du sollst rückwärts laufen, du Idiot. Bist so dumm, du Idiot. Stopp. Dreh dich um, absteigen. Du sollst einfach Epona rückwärts laufen lassen. Nein, da musst du nicht so blöd und hässlich sein. Oh, meine Fresse, ey. Naja, egal. Komm. Ich wollte sie einfach nur wieder so cool dastehen lassen. Aber stattdessen muss Link ja wieder alles falsch machen. Das kann er ja gut, ne? So, wie sieht's aus? Warpen, please. Haben wir jetzt eine schöne Ansicht, wenn wir uns hier hinwarpen? Es muss ja auch schön aussehen. Geht gar nicht anders. Epona guckt uns nicht an, wenn wir uns dahin warpen. Das ist alles deine Schuld, Link. Du bist hässlich, du Idiot. Wehe. Danke. Passt ja doch. Okay. Falsch. Okay. Okay. Das ist echt ungünstig. Beide Features sind wichtig. Deswegen muss beides eigentlich oben stehen. Blöd. So, okay. Nächster Versuch. Steht Epona jetzt direkt da. Und wir können jetzt Epona wieder schön sehen. Perfekt. Perfekt. Absolut perfekt. Brave Epona. Also Sissy, meine ich. Nicht Epona, Sissy. Ich könnte 505... Nee, ich gebe keine 550 ab. Ja, ja. Diese Hässlon-Viecher da. Die können mir gar nichts. Zu dieser Zeit haben wir doch gar nicht offen. Was bildest du denn eigentlich ein, nur weil du ein Kunde bist? Gotta be kidding me. Okay, dann gehen wir halt erst zum Friedhof und reden über Ilias Tod oder ihre Erinnerung oder was auch immer. Irgend so ein Scheiß halt, ne? Was auch immer. Und dann gucken wir mal. So. Oh, was bist du denn für einer? Bist du süß? Und dafür, dass wir uns zweimal den Kopf gestoßen haben, so hässlich wie wir sind, war das doch gar nicht so verkehrt. Okay, sehr schön. Gut, nicht was ich wollte, aber hey, man nimmt, was man kriegt, gell? Wie viele habe ich denn jetzt eigentlich? 32, oh Gott, wir haben erst die Hälfte. Das wird auch nur so eine nervige Quest. Es sind 60, by the way. Also. Hey, wo ist denn der Spaß? Okay, die haben wir schon. Er hat doch gesagt, wir sollen zum Friedhof, oder? Oder soll ich zum Tag? Oder am Tag zum Friedhof, oder was? Leonard. Im Heiligtum. Ach, das war unten, ne? Das war unten. Nicht der Friedhof, das war... Das ist ja der Zora-Friedhof. Nee, nee, das ist, wenn man da diesen Tunnel betritt, ne? Ja, ja, ich erinnere mich. Okay, gucken wir mal. Das machen wir aber jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!